Was bedeutet Kindsein in Zeiten von Corona? Dieser Frage wollen wir heute Abend in der Katholischen Akademie in Bayern nachgehen. Das Deutsche Jugendinstitut hat diese Frage relativ früh gestellt, und zwar denen, die es wissen müssen, nämlich den Kindern und Eltern in der Zeit der Schulschließungen im Mai und April diesen Jahres. Wir freuen uns, dass Frau Ursula Winkelhofer heute Abend gekommen ist, um uns die ersten Ergebnisse dieser Studie zu präsentieren. Sie hat maßgeblich mitgewirkt und wird sich nach einer kurzen Präsentation mit Professor Arns über diese Ergebnisse unterhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Unsere Studie ist in der Tat noch ganz frisch. Wir sind gerade noch dabei, einen ersten umfassenden Ergebnisbericht fertigzustellen. Zunächst mal, das wissen Sie alle, hatten wir die Situation, dass Kitas und Schulen geschlossen waren, dass Freizeitaktivitäten untersagt waren, Kontakte zu Freunden, Freundinnen, Großeltern, die Eltern mit neuen Arbeitssituationen, Arbeitsbedingungen konfrontiert waren. Insofern der ganze Lebensalltag von Familien sich wirklich von einem Tag auf den anderen, kann man ja im Grunde sagen, gravierend verändert hat. Unsere Forschungsperspektive war, uns zunächst mal über die Eltern in einer Online-Befragung der Situation der Kinder zu nähern und in einem zweiten Schritt auch direkt Interviews zu führen mit Eltern und Kindern. Wir konnten jetzt nicht eine streng repräsentative Stichprobe ziehen, sondern haben per Schneeballsystem über verschiedene Portale, E-Mail-Verteiler, Verbände die Möglichkeit gehabt, Eltern zu erreichen und haben in der Tat innerhalb von 4 Wochen über 12.000 Eltern erreichen können, die an der Befragung teilgenommen haben. Im zweiten Schritt haben wir Interviews geführt mit insgesamt 21 Familien, die uns im Rahmen dieser Online-Befragung die Zustimmung gegeben haben. Das waren 2.800 Familien, aus denen wir wiederum Stichproben gezogen haben. Für Kinder ist es eine extrem einschneidende Erfahrung gewesen, keinen Kontakt mehr zu ihren Freundinnen und Freunden zu haben. Die Eltern wurden gefragt, wie hat sich insgesamt die Zeit verändert, die ihr Kind mit folgenden Personen verbringt. Und wir sehen hier, der rote Balken ist immer, diese Zeit ist häufiger, ist mehr geworden. Die Zeit mit der Mutter ist deutlich mehr, auch die Zeit mit dem Vater bei 70% fast, die Zeit mit den Geschwistern bei 85%. Während die Zeit mit den Freunden drastisch, dramatisch weniger geworden ist, für im Grunde genommen fast alle Kinder, 96%. Auch die Zeit mit den Großeltern hat sich sehr verändert und ist sehr viel geringer geworden. Und die Zeit wiederum, die Kinder auch alleine verbringen, ist mehr geworden. Wir haben in den Interviews eine ganze Reihe von Aussagen von Kindern, die das schmerzliche Vermissen ihrer Freundinnen und Freunde deutlich machen. Zum Beispiel sagt Hannelore mit 6 Jahren, also ich kann nicht mehr normal zur Schule gehen, ich habe jetzt nur noch einen Tag, ich würde öfters gehen wollen und würde auch sehr gerne mit anderen zusammen sein. Das hat mir Corona so geklaut, sagt sie so nett. Die Namen der Kinder, die wir hier nennen, sind natürlich Fake-Namen, anonymisierte Namen. Besonders hart hat es Markus getroffen, der ein ganz intensiver Fußballspieler ist und der normalerweise 2-3 Mal in der Woche Fußballtraining hat, seine Wochenenden mit Spielen verbringt, eine Aktivität eigentlich für die ganze Familie, und der auf die Frage sagt, wie hat sich dein Leben mit Corona verändert? Viel, ganz viel. Ich konnte also vor Zeiten, konnte ich mich nicht mal mit Freunden treffen. Ich konnte keinen Fußball mehr spielen. Also mein Haupthobby, man konnte natürlich nicht mehr in die Schule gehen und seine Freunde sehen. Und im weiteren Verlauf sagt er dann auch, ja, da sind halt schon ein paar Tränen geflossen. So, weil man kann halt nicht wirklich viel machen so. In dieser Situation bleibt natürlich im Grunde eigentlich nur, wie kann man Kontakt halten über die Medien, und das haben wir auch abgefragt in unserer Online-Befragung, und wir sehen jetzt hier, das sind immer die 3 häufigsten Nennungen sozusagen.
Die Kita-Kinder, für die ist es eigentlich am schwierigsten. Die telefonieren manchmal, haben manchmal ein Videochat oder auch aufgenommene Videobotschaften, die sie sich hin und her schicken. Das sind jetzt immer die Nennungen, wenn sie sagen, das haben wir häufig gemacht. Also man sieht hier, der häufige Kontakt auf diesen Wegen ist nicht sehr stark. Wird ein bisschen mehr bei den Grundschulkindern mit Videochat, Telefon und Textnachrichten auch. Textnachrichten erfordert natürlich auch, lesen und schreiben zu können und das flüssig zu beherrschen. Und man sieht dann deutlich in der Sek 1, also praktisch ab 10, 11 Jahren, ab der 5. Klasse, wird diese Form der Kommunikation deutlich häufiger. 68% nutzen das häufig, ein Drittel telefoniert häufig und trifft sich auch häufig, hat häufig Kontakt über Video. Wir können also insgesamt sehen, dass vor allem ältere Kinder und Jugendliche digitale Medien intensiv nutzen. So sagt zum Beispiel Maya, wir hatten dann das Handy hingestellt, haben Aufgaben gemeinsam gemacht, Hausaufgaben besprochen, uns gemeinsam überlegt, wie man die Textaufgabe für Mathe lösen kann. Also auch die Anforderungen des Homeschooling sind gerade für die älteren Kinder auch ein Anlass, sich mit anderen zu vernetzen und die Verbindung übers Handy oder auch über andere Plattformen zu suchen. Aber sie spielen auch gemeinsam, sie laden sich ein Online-Spiel runter, sind gleichzeitig über Handy verbunden und sagt dann, das ist im Grunde genommen fast, als würde man nebeneinander sitzen und zusammen spielen. Also man erreicht ein wenig Nähe und quasi Normalität. Die Kinder freuen sich in dieser Situation, das möchte ich Ihnen noch berichten, eigentlich riesig darauf, wieder in die Schule zu gehen. Die Schule hat enorm an Ansehen gewonnen, kann man sagen. Manche Kinder im Interview sagen uns, ich hätte das ja nie gedacht, aber mir fehlt die Schule, ich freue mich auf die Schule. Die Schule hat natürlich zum einen das bessere Lernambiente, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, aber sie hat natürlich auch das Thema, dass sie ihre Klassenkameraden, ihre Freundinnen und Freunde treffen. Homeschooling ist extrem voraussetzungsreich. Es verlangt eine digitale Ausstattung, natürlich im besten Fall von den Schulen. Es ist jetzt viel diskutiert worden, dass die Schulen da noch oft nicht entsprechend ausgerüstet sind. Es verlangt, dass Eltern die Aufgaben, die Aufgabenstellung verstehen, die die Schule bietet. Was zum Beispiel für Familien mit Migrationshintergrund, die vielleicht gar nicht ausreichend Deutsch sprechen, ein Problem ist. Und es verlangt, dass sie ihre Kinder pädagogisch angemessen unterstützen. Wir haben uns auch hier nochmal die Kontakte und Kontaktwege angeschaut. Ganz kurz gesagt, Lehrkräfte kommunizieren sehr viel über E-Mail, was aber oft nur so aussieht, dass sie Aufgaben schicken, in der Grundschule oft Wochenpläne schicken, die dann die Eltern auch einteilen und organisieren müssen. In der Kita ist der Kontakt, hier ist jetzt wiederum der häufige Kontakt, es gibt noch in mehr Familien, die sagen, es gibt einen seltenen Kontakt. Wir haben ein, zweimal einen Brief bekommen, zum Beispiel von der Kita, in der ganzen Zeit. Aber man muss auch sehen, gerade auch von der Kita her, wird oft Kontakt aufgenommen mit den Eltern und nicht direkt mit den Kindern. Also es gibt aber auch welche, die da Ideen hatten, die dann mal per Video mit den Kindern was vorlesen oder die Kinder zum Singen animieren oder ähnliche Dinge. Hier nochmal ein Zitat aus der Erfahrung der Eltern, die erleben, dass Lehrkräfte sehr unterschiedlich engagiert sind, dass sie teilweise ohne Anweisung, Erklärung, Hilfe Dinge verschicken. Das Gefühl da ist, das Kind arbeitet für den dicken Ordner. Und es gab auch einige andere Lehrer, die sehr engagiert waren, die Kinder angesprochen haben, einen Text oder eine Sprachnachricht geschickt haben. Ich komme zur Familiensituation. Leider habe ich nicht mehr so viel Zeit.
Wir finden in unserer Studie bei ungefähr knapp einem Viertel, 22%, eine Häufung von konflikthaltigen Situationen in der Familie. Wir haben gefragt danach, kommt es zu Reibereien, geht es mal drunter und drüber, gibt es mal Streit mit Schimpfen und Schreien. Dass das jetzt häufiger geworden ist, ist nicht so arg viel der Fall, muss man eigentlich insgesamt sagen. Relativ höchsten ist der Anteil noch bei mehreren Kindern im Haushalt mit 26% und die Mütter erleben es etwas häufiger. Diese Folie ist mir noch mal wichtig. Da geht es darum, wie können Kinder aus Familien, die unterschiedlich finanziell aufgestellt sind, mit der ganzen Situation zurechtkommen. Wenn Sie hier mal bitte auf die gelben Balken gucken, auf dem linken Rand, dann sieht man hier ganz deutlich, wenn die Familien sagen, sie können bequem leben von ihrem Haushaltseinkommen, dann ist es ein knappes Viertel mit 24%. Ich zähle jetzt immer gelb und hellorange zusammen. Die sagen, es geht nicht gut oder eher nicht gut. Haushaltseinkommen, wir kommen zurecht, ist es ein Drittel, gut ein Drittel, 36%. Und in dem Moment aber, wo die finanzielle Situation wirklich schwierig ist, ist es eine Hälfte der Familie, die sagen, die Kinder kommen nicht gut zurecht. Es sind 49%, und wenn es die Situation wirklich prekär ist, ist es über die Hälfte mit 55%. Das, denke ich, ist wirklich ein ganz wichtiges Ergebnis, was uns zeigt, wie unterschiedlich diese Bedingungen auch in den Familien ankommen. Die Eltern stehen ja vor einer Situation, wo man ja eigentlich sagen muss, die gar nicht zu schaffen ist. Sie sind berufstätig. Ich spreche jetzt auch aus den Erfahrungen in den Interviews. Alle unsere Eltern waren berufstätig, die Mütter manchmal Teilzeit oder in geringerem Umfang. Etwa die Hälfte der Familien jetzt aus der Interviewstudie waren auch Vollzeit berufstätig. Sie müssen häufig noch jüngere Kinder betreuen und sie haben die Kinder im Homeschooling. Eine Mutter macht sehr deutlich die Ambivalenz der ganzen Situation, dass es auch gute Zeiten gab, gute Situationen, wo man was zusammen unternehmen konnte, aber dass es für sie auch so ausgeschaut hat, dass sie nicht mehr zur Ruhe kommt, dass es einfach keine Erholung, keine freie Zeit mehr gibt. Was an dieser Stelle bemerkenswert ist, ich spreche jetzt von der Interviewstudie wiederum, es berichten uns etwa die Hälfte der Eltern eine deutliche Stress- und Überforderungssituation und Anspannungssituation immer wieder. Die Mehrheit der Eltern, denen gelingt es aber, ihre Kinder davor zu schützen. Wir haben nur sehr wenige Kinder, die auf Nachfragen natürlich auch berichten, dass es stressig ist in der Familie. Es scheint so zu sein, dass vielen Eltern es auch gelingt, diesen Stress ein ganzes Stück von den Kindern fernzuhalten. Gleichzeitig müssen Eltern auch mit Ängsten und Verunsicherungen der Kinder zurechtkommen, wenn sie sich äußern, dass sie sagen, es ist erschreckend, es ist beunruhigend, dass Menschen sterben müssen. In dieser Situation, was hilft in der Situation? Geschwister helfen den Kindern oft. Gleichzeitig haben wir aber noch ein anderes interessantes Phänomen. In vielen Familien gibt es durchaus auch einen gewissen, manchmal einen Entspannungseffekt. Sozusagen hier haben wir eine Mutter, die sich dazu entschlossen hat, in Kurzarbeit zu gehen. Die hatte das Angebot vom Arbeitgeber und konnte es machen und sagt dann, das ist eine große Veränderung gewesen, weil wir sehr getaktet waren. Ich war arbeiten, mein Mann, die Kinder in Betreuung. Diese Entscheidung, dass ich in Kurzarbeit gehe, das hat mich eigentlich eher beflügelt. Ich habe das so als geschenkte Zeit mit den Kindern gesehen, weil das im Alltag doch oft alles ein bisschen zu kurz kommt, die gemeinsame Zeit. Und auch die Kinder spiegeln das. Hannelore, die Tochter dieser Mutter, sagt, es war toll, mehr mit der Familie zusammen zu sein. Es war gut, also es war perfekt. Es war so gemütlich, wir konnten knuddeln, ausschlafen. In Mamas und Papas Bett konnten wir ganz lange sitzen. Ich fand es echt toll. Oder zum Beispiel, eine Reihe von Kindern berichten auch, genießen die gemeinsame Zeit mit den Vätern, die mehr Zeit haben, kochen gemeinsam und ja, genießen das. Ich komme zum Schluss und mache ein kleines Fazit.
Für Kinder ist es eine Zeit emotionaler Ambivalenzen. Besonders belastend sind die Trennung von Freundinnen und Freunden, das Fehlen des gewohnten Schulalltags, natürlich auch der Mangel an Freizeitaktivitäten. Positiv erlebt wird die gemeinsame Zeit in der Familie. Digitale Medien sind wichtig, sind die zentrale Brücke zu den Freundinnen und Freunden. Homeschooling stellt sehr hohe Anforderungen an Eltern und Kinder und erfordert deutlich mehr Unterstützung von der Schule und engagierte Lehrkräfte, die Kontakt halten. Zentrale Ressource ist die Familie, das sehen wir ganz deutlich. Jetzt haben wir einen Großteil von Familien, die in einer guten Situation sind, in unserer Studie erreicht. Und es ist nicht zu vergessen, dass Familien, die stärker belastet sind und schwierigere Rahmenbedingungen haben, engere Wohnungen, größere Belastungen durch berufliche Veränderungen, Angst um den Job, Kurzarbeit, räumliche Enge, ihre Kinder nicht so unterstützen können beim Lernen, dass es diese ganze Situation für diese Familien eine sehr viel größere Herausforderung und Schwierigkeit darstellt. Ich sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Frau Winkelhofer, vielen Dank für Ihre Ausführungen und die Präsentation der zentralen Ergebnisse der Studie. Wir wollen so vorgehen wie in den vergangenen Einheiten auch. Wir würden zunächst das Gespräch auf dem Podium miteinander suchen und dann Ihnen aber auch eine Gelegenheit geben zu Kommentierung oder entsprechenden Rückfragen. Es ist jetzt genau 25 Jahre her, dass Herbert Grönemeyer in einem Lied im Refrain gefordert hat, gebt den Kindern das Kommando. Und in nachlaufenden Interviews erklärt hat, selten habe er so heftige und auch negative Reaktionen auf eines seiner Liedbeiträge erhalten, wie zu diesem gerade zitierten. Offensichtlich ist es nicht ganz so leicht, in der Gesellschaft, in der wir leben, den berechtigten Ansprüchen der Kinder zum Durchbruch zu verhelfen. Die Vereinten Nationen haben ja vor vielen Jahren schon dokumentiert, Menschenrechte sind auch Kinderrechte. Die gesamte Inklusions- und Integrationsdebatte wurde mit dieser These losgetreten. Jetzt könnte man zugespitzt fragen, wir diskutieren ja aktuell auch wieder über die Beschneidung elementarer Grundrechte. Waren die Entscheidungen beim ersten großen Lockdown Verletzungen der Menschenrechte? Verletzungen der Menschenrechte finde ich eine schwierige Frage. Darf ich vielleicht direkt überleiten zum Thema Kinderrechte? Die Kinderrechte sind ja sozusagen die Ausformulierung der Menschenrechte für die Kinder. Kinderrechte haben ja drei zentrale Prinzipien. Zum einen, also auf Englisch gesagt, Provision, Protection and Participation, also sprich Schutz der Kinder, Förderung der Kinder, also Bildung zum Beispiel und Beteiligung der Kinder. Wir haben sicher, zunächst mal hat die Politik einfach den Gesundheitsschutz an allererster Stelle gestellt und ist auch davon ausgegangen, dass sozusagen Schulen oder Kitas gesundheitlich quasi besondere Risikogebiete sein könnten und man befürchtete, dass sie Hotspots sein könnten. Das muss man sicher der Politik zugute halten. Auf der anderen Seite hat die Politik ganz sicher zunächst mal Familien und Kinder deutlich zu wenig im Blick gehabt, das ist ganz klar. Sie haben nochmal gefragt, Verletzung der Menschenrechte oder Verletzung der Kinderrechte. Sicher, Kinder haben in vielerlei Hinsicht ihre Rechte, die ihnen in den Kinderrechten garantiert sind, in dieser Situation nicht erhalten und nicht leben können. Das betrifft das Recht auf Bildung zum Beispiel, das betrifft das Recht auf Spielen und Freizeit. Es betrifft auch sehr das Recht auf Beteiligung. Inzwischen ist es ja Gott sei Dank so, dass man
ab und an sogar mal den Bundesschülersprecher in der Tagesschau sehen kann. Aber die Beteiligung der Kinder an diesen ganzen Maßnahmen, an der ganzen Situation, hat jetzt überhaupt nicht stattgefunden. Man hätte ja auch viel mehr mal hergehen können, mit den Kindern sprechen. Wir haben jetzt die und die und die Probleme. Wie könnten wir es machen in der Schule? Ich finde Ihren Hinweis ja ganz zielführend. Man könnte ja sagen, die mediale Präsenz beispielsweise der jungen Generation, der Jugendlichen in dieser Klimadebatte, Greta Thunberg etc., auch in der Bereitschaft, Raum zur Verfügung zu stellen, sich auch in den Medien zu äußern, steht ja in keinem Verhältnis zu der völligen Stille, klar, die Kinder im Grunde genommen betrifft. Die sind ja überhaupt nicht zu Wort gekommen. Ja. Wenn überhaupt noch partiell über die Eltern, aber tendenziell noch mehr über die Institutionen der Pädagogen und der Lehrer. Ja, also ich habe so wahrgenommen, dass nach einer gewissen ersten Phase des Lockdown Verbände und Professionen angefangen haben, sich zu Wort zu melden, Statements abzugeben und darauf hinzuweisen, wie belastend diese Situation für die Familien ist und auch wie gefährlich für die Kinder in ihrer Entwicklung so eingeschränkt zu sein. Jetzt könnte man sagen, es ist ja in der ganzen Debatte eine interessante Ambivalenz. Man könnte den Fokus richten auf den Bildungsanspruch der Kinder. Dann sind wir sehr nah nicht nur bei den Kinderrechten, sondern auch bei den Menschenrechten, wie ich glaube. Und der zweite Aspekt, der Betreuungsanspruch der Eltern. Das ist nicht dasselbe. Man könnte sagen, die Priorisierung, oder schätze ich das falsch ein, liegt eindeutig auf dem Betreuungsanspruch der Eltern und sozusagen im Schlepptau fährt auch ein bisschen sozusagen der Bildungsanspruch der Kinder mit. Oder täusche ich mich? Im Grunde ist es ja eine Riesendebatte. Also da möchte ich schon fast ausholen, wir haben ja jetzt seit einigen Jahren einen deutlichen Ausbau der Betreuungsangebote. Und der Ausgangspunkt, das muss man einfach auch sagen, war auch, dass man gesehen hat, also dass man den wirtschaftlichen Bedarf gesehen hat, dass einfach die Eltern oder natürlich insbesondere die Mütter zu sehr in der Familie gebunden sind und da was ändern wollte. Argumentiert hat man auch immer von vornherein sehr stark mit dem Bildungsargument und das Bildungsargument ist auch ausgesprochen berechtigt, weil gerade auch Kinder aus benachteiligten Familien natürlich sehr profitieren, wenn sie gute Angebote, gute Bildung, gutes Spielen in Kitas, in der Schule, im Hort erleben. So. Ja, und ich glaube, ein Punkt, der noch mit dazu kommt, das ist ja eine deutliche Erkenntnis der Kognitionspsychologen, die sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder verschiedene Ansprechpartner für die pädagogische Entfaltung haben. Das heißt sozusagen die exklusive Fokussierung auf die Mutter, auf den Vater oder die Geschwister ist in dem Sinne kontraproduktiv, weil es fehlt sozusagen genau, es fehlen die anderen Partner und die Kinder seien viel, viel besser in der Lage, als gemeinhin geglaubt wird, sozusagen diese Kompetenzen auch zu unterscheiden. Das heißt, die Vielfalt der Personen, die sich um sie kümmern, führt gerade nicht sozusagen zu einer Nivellierung, sondern zu einer deutlichen Anhebung des pädagogischen Niveaus in allen Bereichen. Und deswegen finde ich, ist dieser Fokus, der beim Bildungsanspruch der Kinder ansetzen müsste, eigentlich der den Kinderrechten am ehesten entspricht. Absolut, absolut. Genau. Und ich würde da auch gerne nochmal zu dem Thema Homeschooling kommen. Homeschooling, das sehen wir deutlich in den Interviews, verlangt enorm viel von den Eltern, so wenig wie es unterstützt ist aktuell von den Schulen. Wir können zum Beispiel sehr stark sehen, es gibt einen großen Unterschied zwischen Grundschulen und dann den weiterführenden Schulen ab der Sek-1-Stufe. Das wissen wir jetzt zum Beispiel auch aus einer Forsa-Umfrage von Lehrkräften, die gefragt worden sind, wie gut sie sich vorbereitet und präpariert fühlen, digital mit den Kindern Unterricht zu machen. Da gibt es einen Riesenunterschied. Das sind in der Grundschule, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gerade mal 16 oder 17% der Lehrkräfte. Sie sagen, sie fühlen sich da gut präpariert. Und das erfordert wirklich von den Eltern eine enorme Unterstützung. Und sobald die Familie das nicht leisten kann, fallen die Kinder hinten runter. Und das,
die Bildungsschere, die wir haben ja in Deutschland leider sowieso einen großen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Das ist ja in anderen Ländern deutlich besser. Und wir haben versucht in Deutschland jetzt, wir haben ja seit etlichen Jahren jetzt einen Ausbau der Ganztagsschulen zum Beispiel auch mit dem Ziel, Bildung breiter aufzustellen. Und sozusagen, und an der Stelle haben wir natürlich einen Riesenrückschritt, wenn Kinder nicht mehr die Unterstützung durch Lehrkräfte und Fachkräfte haben. Vielleicht können wir in einem nachfolgenden Schritt dieses Bildungsthema nochmal in den Fokus der Aufmerksamkeit stellen, wenn Sie Ihre Studie insgesamt betrachten würden. Wir haben ja am Anfang der Pandemiekrise gehört, wir sitzen alle im selben Boot. Wenn man diese Metapher etwas süffisant erweitern würde, könnte man sagen, ist das wohl ganz so richtig? Da sind doch einige, wenn man so will, mit der Hochseejacht unterwegs und die anderen sitzen im Schlauchboot. Kann man vom selben Boot sprechen oder würden Sie sagen, nein, das sind völlig unterschiedliche Boote, auch in ihrer Sicherheit? Und ich möchte einen Gedanken ergänzen. Michael Sandel, der sogenannte Rockstar unter den Philosophen in Amerika, hat gesagt, diese anfängliche Solidarität in der Krise sei eine Solidarität gewesen, aber eine Solidarität aus Angst. Nicht motiviert von der gegenseitigen Unterstützung, sondern katalysiert durch die Ängste des Einzelnen. Und die Zuseher in der Mediathek können ja unser Auditorium heute nicht sehen. Wir sind ja nur ein knappes Dutzend Leute, obwohl mehr hätten kommen können. Und ich denke, dass die Ängstlichkeit in der Gesellschaft im Augenblick deutlich zugenommen hat. Die Bedingungen sind ja nicht anders als vor 5 Wochen, als uns das letzte Mal getroffen haben. Aber die Zahl derer, die kommen wollten, ist massiv eingebrochen. Das erklärt sich doch genau aus der Sorge, verständlich, um die eigene Gesundheit, motiviert durch die Angst. Nur Solidarität auf der Basis von Angstmotivation ist die schlechteste Unterfütterung, die wir uns denken können. Also sitzen wir im selben Boot oder würden Sie sagen, gerade Ihre Studie zeigt, absolut nicht? Wir sitzen ganz sicher nicht im selben Boot und ich finde auch Ihr Bild von der Hochseejacht und dem Schlauchboot sehr schön. Die Familien und die Kinder sitzen in ganz unterschiedlichen Booten. Das hat ganz viele Aspekte. Das hat den Aspekt, wie ist die räumliche Situation der Familie? Gibt es einen Garten? Können die Kinder raus? Können die Eltern sich Zeit nehmen für die Kinder? Wenn beide Eltern in Präsenz außerhalb der Familie Vollzeit arbeiten müssen, in dieser Lockdown-Situation, müssen sie irgendeine Lösung finden. Und zum Beispiel in einem Fall wurde dann eine befreundete Familie engagiert. Also sie müssen Lösungen finden, aber sie haben auch wenig Zeit für die Kinder. Insofern, die Unterstützung, die die Eltern geben können für das Lernen zu Hause, macht einen Riesenunterschied. Die Anregungen, die sie geben können, was machen die Kinder mit Medien? Viele Kinder verbringen in dieser Situation mehr Zeit mit Medien, um da kurz drauf zu kommen. Aber dann ist auch noch mal die Frage, was tun sie da? Sitzen sie nur vor Computerspielen oder machen sie auch mal was Kreativeres? Sie haben bei Ihrer Studie gezeigt, die Kinder haben die Schule vermisst und haben sich gefreut, wieder hinzudürfen. Ich würde mal zugespitzt fragen, haben die Kinder ihre Freunde vermisst oder gegebenenfalls auch die Lehrer? Die Kinder haben die Lernsituation in der Schule vermisst. Das kann man sagen. Sie sagen zum Beispiel, ich kann in der Schule besser lernen, ich kann mich besser konzentrieren. Ich habe Schwierigkeiten zu Hause, mich zu motivieren. Da gibt es halt den Fernseher und da gibt es das Handy und ich habe vielleicht eine Ablenkung. Solche Dinge zum Beispiel. Denn dieses Freundesmotiv wäre total verständlich. Das gibt es auch, natürlich. Würden Sie sagen, es ist prioritär?
Also Aussagen in der Form haben wir nicht. Mhm. Ich kann sagen, aber das ist jetzt natürlich auch nicht repräsentativ. Wir haben insgesamt mit 22 Kindern Interviews geführt. Mhm. Aber ich kann sagen, viele Kinder machen sehr deutlich, dass sie ihre Freunde vermissen. Mhm. Und aber auch die Schule zu vermissen wird häufig genannt. Also nicht nur die Freunde, sondern auch die Schule mit dem gesamten Setting. Und wie ich schon gerade sagte, sie machen auch deutlich, die Lernsituation, die Unterstützung durch die Lehrkräfte fehlt. Sie haben ja sozusagen drei Alterskohorten in den Blick genommen. Man könnte sagen, institutionell die Kitas, die Grundschule, sage ich jetzt mal, und die Sekundarstufe 1. Könnten Sie mit Blick auf diese Vermischung, nenne ich das jetzt mal, zwischen der Bildungssituation, dass man sagen könnte, Motivation ist schwieriger, die Ablenkungen sind größer, die Freunde treffen ist unbedingt wichtig. Gibt es da markante Unterschiede in diesen Alterskohorten, was die Prioritäten angeht? Dazu muss ich jetzt sagen, unsere Interviews haben wir nur mit Schulkindern geführt. Okay. Also mit den Kita-Kindern haben wir nicht selber gesprochen. Da haben wir die Angaben der Eltern aus der Online-Befragung. Was da sehr deutlich wird, ist, dass der Kontakt zur Kita oft ziemlich schwach ist. Mhm. In der Schule gibt es noch eine Notwendigkeit, irgendwie Kontakt zu halten. Und die meisten Kinder haben zumindest in der Form Kontakt oder Familien, dass Aufgaben rübergeschickt werden, Wochenpläne, irgendwie deutlich halt vermittelt wird, was jetzt gelernt werden soll, was gemacht werden soll, welche Arbeitsblätter bearbeitet werden sollen. Insofern gibt es einen Kontakt. Ja. Mit den Kitas ist es oft sehr schwach ausgeprägt. Hermann Lübbe hat so witzige Wortschöpfungen gemacht. Der hat mal von der Kompensationskompetenz gesprochen, also der Kompetenz, Situationen zu kompensieren. Da könnte man doch annehmen, da sind die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 am stärksten, die Grundschulkinder schwächer und die Kita-Kinder am schwächsten. Wäre es sozusagen von der Antwort auf die Fragestellung nicht ganz zentral und zielführend, diese schwächste Gruppe? Ich wüsste nicht, wie man das machen könnte. Sie haben Interviewstudien und so weiter gemacht, sozusagen direkt zu befragen. Ist das die sozusagen vulnerabelste, die verletzlichste Gruppe unter diesen dreien? Ja, dem würde ich zustimmen. Einfach weil sie, ganz schlicht, weil sie am stärksten abhängig sind davon, dass Erwachsene sie unterstützen, dass die Eltern sie unterstützen oder gegebenenfalls eben auch dann die Fachkräfte. Je älter die Kinder sind, umso mehr können sie selbstständig eben auch über Medien Kontakt suchen und Kontakt halten zu ihren Freundinnen und Freunden. Ich frage deswegen in die Richtung nach, weil in dem gerade publizierten Buch des Leipziger Kognitionspsychologen Michael Tomasello vertritt der die These, dass ganz, ganz kleine Kinder, also sozusagen vom Neugeborenenstatus bis in das erste Lebensjahr hinein, diese Kinder ganz, ganz stark auf die Erwachsenen fixiert sind, auf die Mutter in der Regel oder auch auf den Vater. Dass aber dann in der darauf folgenden Phase, das wäre die Kita, die Kinder substanziell angewiesen sind auf die Gleichaltrigen. Und diese Konzentration und Fokussierung sich wieder verliert, sobald sie in die Grundschule und in die weiterführenden Schulen kommen. Da sind sie viel mehr in der Lage, mit Gleichaltrigen, aber auch sozusagen mit Erwachsenen wieder in konstruktiven Kontakt zu treten. Er macht deutlich anhand seiner Forschungsergebnisse, wenn den Kindern in der Kita, sage ich jetzt mal, die Gleichaltrigen genommen werden, fehlt ihnen eine unglaublich wichtige Kompetenz, um im Grunde genommen eigene Diskursfähigkeit zu lernen und zu erproben, weil die Weise, wie sie miteinander sprechen und diskutieren, sich substanziell davon unterscheidet, wie sie, sobald ein Erwachsener dazukommt, miteinander reden. Also die Konfliktlösungsstrategien auf Augenhöhe sind im Grunde genommen in der Kita elementar. Wenn wir die dicht machen also, da kann man natürlich die Eltern zig Male befragen, da würde man sagen, kommt man natürlich an das eigentliche zentrale Problem noch gar nicht ran. Ja,
Also zwei Sachen. Ich will kurz sagen, Sie haben damit vollkommen recht. Ich gebe auch Herrn Tomasello recht. Wir kennen diese Ergebnisse für die Schulkinder, für die Grundschulkinder schon aus den 90er Jahren mit einer großen Studie, wo Lothar Krappmann und Herr Hans Oswald beteiligt waren, die das Sozialleben der Schulkinder untersucht haben. Also sozusagen, wie interagieren die miteinander auf dem Schulhof zum Beispiel? Und die auch genau zu diesem Schluss kamen, dass es absolut zentral wichtig ist, dass die Kinder in der Peer Group ihre Dinge aushandeln können, sich verständigen können, ihre Regeln finden können, Konflikte lösen können. Und die Peers sind ja genau genommen, das sind die Gleichgestellten, wenn man das genau übersetzt. Und insofern ist es genau das, was Sie auch gesagt haben, dieses Untergleichen zu sein, sich da auszuhandeln sozusagen, dass das zentral wichtig ist. Also ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, ich bin ja kein Experte für empirische Sozialforschung, aber bei gewissen Temperaturen habe ich in meinem Haus die Fenster geöffnet und da war direkt der Garten des Kindergartens. Und das war hochspannend, wenn die vor dem Fenster miteinander standen und zu diskutieren anfingen und erzählt haben, wie sie ein Problem lösen wollen, wie sozusagen gegenseitig die Argumente ausgetauscht haben. Solange kein Erwachsener zuhörte, mich haben sie nicht entdeckt, sozusagen inkognito zuhörend, das war spannend zu erleben, wie die sich bemühen zu argumentieren, Argumente des anderen aufzunehmen, um im Grunde genommen dann zu einer mindestens gemeinsamen Bewertung von Situationen zu kommen. Was eben durch solche Studien dann nochmal auf einer anderen Ebene verifiziert und verdeutlicht wird. Herr Arndt, darf ich gerade noch was ergänzen? Ja. Sie hatten ja noch eine zweite wichtige, interessante Frage gestellt, nämlich die, müsste man nicht die Kita-Kinder selbst befragen? Mhm. Wir hatten ja eine Situation, wo wir nicht in direkten Kontakt mit den Kindern und den Familien kommen konnten. Wir haben telefonische Interviews geführt und sind erstmal davon ausgegangen, dass es dazu hilfreich ist, wenn die Kinder ein bisschen älter sind und sich äußern können am Telefon. Wir könnten das sicher auch, ich würde mal sagen, mit 5-6-Jährigen auch versuchen. Ich glaube, ehrlich gesagt, mit telefonischen Interviews mit so jungen Kindern gibt es, glaube ich, kaum Erfahrung. Aber es gibt Studien, wo man zum Beispiel, Nentwig Gesemann ist ein Name da, eine sehr interessante Forscherin, wo es darum geht, aus der Sicht der Kinder etwas zu erfahren, wie sie ihre Kita erleben. Was ihnen da wichtig ist, was ihnen Freude macht, was sie schwierig finden, worüber sie sich vielleicht mal ärgern. Und da geht man methodisch am besten mit ganz verschiedenen Ansätzen vor. Also zum Beispiel, man lässt sich mal von den Kindern erstmal die Kita zeigen. Man lässt sich mal zeigen, wo spielt ihr gerne, zeigt uns doch mal die Räume, was könnt ihr denn da machen und solche Fragen. Es gibt Gespräche mit den Kindern, vielleicht können die Kinder auch was malen oder, also man findet dann ganz verschiedene kreative Wege, wo sehr interessante Ergebnisse dabei rauskommen. Man müsste schon noch mal sehr darüber nachdenken, wie man das alles jetzt in der Corona-Situation gut machen könnte. Jetzt haben wir ja allerdings wieder geöffnete Kitas, wir haben wieder den Kontakt, also insofern wäre das auch wieder denkbar im direkten Kontakt mit den Kindern. Nochmal auf die drei Alterskohorten rückbezogen, könnte man da sagen, gibt es in diesen drei Stufen, Altersstufen, unterschiedliche Weisen, wie die durch die Krise gekommen sind? Also jetzt mal vermutet gesprochen, die Älteren besser, die Mittleren, also die Jüngeren etwas schlechter und die Kleinen ganz schlecht? Oder ist es eher umgekehrt? In dem Sinne, dass man sagt, Kita-Kinder realisieren die Tragweite dieser Dimension gar nicht. Für die ist das ziemlich unproblematisch. Klar, die kommen nicht in die Einrichtung und treffen auch Freunde nicht. Aber der Lebensqualitätsverlust, den die aktiv wahrnehmen, unbeschadet jetzt der familiären Situation, ist eher geringer. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 vermissen viel mehr.
Ich kann die Frage jetzt erstmal nicht ganz scharf beantworten, weil so viel ich weiß, haben wir das, glaube ich, einfach noch nicht berechnet. Wir stecken ja auch noch in unseren Analysen, dieser Vergleich der Altersgruppen. Also ich habe es gerade nicht parat, muss ich jetzt einfach sagen. Die Kollegen sind da teilweise noch am Rechnen. Aber ich möchte aber eins sagen. Wir haben auf jeden Fall ganz klar als Einfluss die Rahmenbedingungen der Familie. Und wenn Sie an die eine Folie sich noch mal erinnern, wo die Unterschiede wirklich gravierend sind zwischen den Familien, die von sich sagen, wir können bequem leben und es geht quer durch die Altersgruppen, wo es dann ein knappes Viertel ist, die sagen, das Kind kommt nicht gut zurecht, und bei denen, die sagen, wir haben eine schwierige, prekäre ökonomische Situation, das sind immerhin auch 9% in unserer Stichprobe, das heißt, es sind immerhin 1200 Familien ungefähr, wo es dann über die Hälfte der Kinder sind, wo die Eltern sagen, das Kind kommt nicht gut zurecht. Also wir haben an dieser Stelle ganz sicher den stärksten Einfluss. Und ich möchte mal auch noch zwei, drei andere Aspekte erwähnen. Wir haben auch Familien, die von vornherein besondere Belastungen haben, wie zum Beispiel Kinder, die einen Förderbedarf haben. Also wir hatten im Interview zum Beispiel eine Familie, wo ein Kind ein ADHS-Problem hatte. Und in dieser Familie war die Schilderung der Mutter, wie dramatisch die Situation ist und wie extrem belastet die Eltern und eigentlich alle Familienmitglieder sind, wirklich sehr, sehr mehrfach nur noch einfach den Begriff, es ist katastrophal, verwendet. Also solche Familien, die konnten dann nach einigen Wochen Notbetreuung nutzen, also das war dann möglich für sie. Aber an so einer Stelle muss die Politik auch, müssen die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, die haben ja auch ein Bewusstsein davon, wirklich extrem aufmerksam sein, welche Familien müssen wir besonders unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel auch alleinerziehende Eltern, die noch mal ganz anders belastet sind. Ich würde eine letzte Frage jetzt auf dem Podium stellen wollen, bevor Gelegenheit gegeben werden soll, dass Sie, wenn Sie mögen, selbst sich zu Wort melden können. Gibt es angesichts der durchgeführten Studie ein Ergebnis, das Sie richtiggehend überrascht hat? Also in unserer Studie, wo kann man vielleicht von den quantitativen Daten her sagen, wir haben ja 3/4 der Eltern, die eine hohe Bildung haben, zum Beispiel jetzt in der Studie. Wir haben einen starken Bildungsbias drin. Doch auch viele Familien relativ gut zurechtkommen. Also dass die Eltern sagen, es gibt viele Konflikte, Chaos in der Familie, es geht ein bisschen drunter und drüber. Wir haben das dann auch schon so ein bisschen das Land-unter-Syndrom genannt, ist mit etwa 22% der Familien maßvoll. Andere Studien kommen teilweise zu etwas auch zu höheren Ergebnissen an der Stelle. Ich kann vielleicht noch sagen, mit speziell auch der Perspektive auf die qualitative Studie, auf die Interviews. Wir haben uns ja in der Online-Befragung nicht so stark auf das Thema Homeschooling konzentriert, weil wir uns gesagt haben, die Schulforschung im engeren Sinn ist nicht unser Metier. Wir schauen eigentlich mehr auf die Gesamtsituation, den Alltag der Familien, die Betreuungssituation und so weiter. Und ich fand schon nochmal überraschend, wie massiv das Thema Homeschooling für die Eltern ist. Es ist für die Eltern wirklich eine Riesenherausforderung. Und es ist sehr, sehr viel von ihnen verlangt worden, wirklich an der Stelle, mit wenig Unterstützung der Schulen. Also an der Stelle muss sich wirklich was verbessern. Ja, gut, soweit der Dialog. Wenn Sie mögen, die Ankündigung war ja langfristig gegeben, dürfen Sie sich gerne zu Wort melden und eine Möglichkeit bestünde über dieses Standmikro auf der linken Seite. Würden Sie vorgehen? Ja, ja, mein Name ist Clemens Keil. Mein Interesse ist eigentlich, ich bin oder mit meiner Frau zusammen, wir sind interessierte Großeltern mit Enkeln, interessiert aber insbesondere eben auch an diesem Kinder- und Schul- und Kita-Thema. Sie hatten ja eingangs beide thematisiert, wer vertritt eigentlich die Kinder in der Politik? Sind die dann nicht ein bisschen hinten runtergefallen, vergessen worden? Waren nicht die wirtschaftlichen und andere Interessen vorneweg? Meine Hauptfrage wäre eigentlich, was ist denn Ihr Vorschlag
wie dann das organisiert werden soll. Wer soll denn diese Kinder und in Schule und Kitas vertreten? Ergänzend, was halten Sie davon, wenn andere Gruppen, ich sag mal, dieses Vertretungsrecht gewissermaßen kapern, zum Beispiel Berufsgruppen wie Lehrerverbände oder Kinderärzte, macht das Sinn? Oder ist es nicht vielmehr so, dass ein Lehrerverband ist nun mal ein Lehrerverband, ist ein Lehrerverband und kein Kinderverband? Wie würden Sie denn dieses Geschehen einschätzen und was ist Ihr Vorschlag? Ja, vielen Dank, denn das war eine unserer Fragen, was lernen wir daraus, ne? Gut. Ja, also als allererstes würde ich doch mal kurz sagen wollen, ich finde es sehr positiv, sage ich jetzt zunächst mal, dass es in der Politik angekommen ist, dass alle Maßnahmen des Lockdown auch im Hinblick darauf, wie sie auf Familien, Eltern und Kinder wirken, gerade auch auf die Kinder, dass es mehr in den Blick gekommen ist. Das ist schon mal positiv, dass man derzeit, soweit es geht, daran festhält zu sagen, wir wollen Schulen und Kitas offen halten. Unsere Familienministerin Frau Giffey vertritt das ja ganz stark. Wer soll die Interessen der Kinder vertreten? Natürlich ist es gut, wenn Verbände, wenn Elternverbände, gut, die Lehrerverbände, also sie haben natürlich auch, es ist ihr gutes Recht, auch aus ihrer Perspektive die Interessen zu vertreten, das ist ja klar, oder Kinderärzte sich zu Wort melden. Aber ganz zentral wäre auch, und im Sinne der Kinderrechte, die Kinder und Jugendlichen auch selbst zu Wort kommen zu lassen und mit ihren Wünschen und ihren Meinungen und auch ihren Vorschlägen, oft haben sie ja auch sehr kreative Ideen, zu hören in dem Ganzen. Was ist ihnen wichtig? Also zum Beispiel, wenn ich nochmal zurückdenke an die Situation im ersten Lockdown, im totalen Lockdown, wo wir ja jetzt auch genauer wissen, wie sehr Kinder und Jugendliche darunter gelitten haben, gar keinen Kontakt mehr zu haben. Wäre es da nicht denkbar gewesen, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Hort nimmt, der geschlossen war, zu sagen, wir machen einmal in der Woche, wenigstens einmal in der Woche, kriegt jedes Kind in einer kleinen Gruppe, wo wir Abstand halten können, wo wir sozusagen die Sicherheit gewährleisten können, wenigstens einen Nachmittag ein Angebot. Also nur mal so als ein Beispiel, wie man etwas lösen konnte. Oder es waren ja zum Beispiel alle Spielplätze geschlossen. Da habe ich mich dann auch gefragt, wäre es nicht möglich, während Einrichtungen gerade keinen Betrieb haben oder vielleicht mit Studentinnen und Studenten, wäre es nicht möglich, an Spielplatz ein, zwei Erwachsene hinzustellen und zu sagen, die gucken jetzt halt, dass nur eine bestimmte Anzahl von Kindern da drauf sind und spielen und dass die Abstand haben und trotzdem in Sicherheit sich bewegen können. Also und solche, denk, solche Ideen, solche Wünsche würden auch von den Kindern selber kommen. Und wenn man die Kinder anhört, dann merkt man auch, wie schwierig was genau für sie selber ist. Kinder haben auch Verständnis natürlich für die Situation. Das muss man auch sehen. Sie sind ja auch Argumenten der Erwachsenen zugänglich und wenn Erwachsene etwas erklären. Ja, ich glaube, ein wichtiger Hinweis, kleinteilige Lösungen und sozusagen subsidiäre Varianten zu entdecken, kreativ. Das Spielplatzmotiv ist sicher da nur eine gute Baustelle, um da anzusetzen. Aber ich denke, es zeigt sich natürlich auch, haben Sie ja deutlich gemacht, vermutlich wird man tatsächlich nur das Meinungsbild auch über solche Studien erheben können. Denn eine institutionalisierte Vertretung der Kinder ist ja außerordentlich schwierig. Sozusagen Elternverbände kann man haben, es gibt die Möglichkeit, dass sich die Lehrer artikulieren. Man könnte sagen, okay, der Kinderschutzbund, aber ist vielleicht doch die falsche Adresse dann. Aber der Versuch im Grunde genommen, deren Meinungen zu sammeln und zwar nicht zu vermuten, sondern, wie Sie auch gesagt haben, durch den direkten Kontakt zu erfragen, wäre ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Was wird am meisten vermisst, ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich. Und wie kann man diesem Vermissen strukturell entgegenwirken? Das wäre die Lösung in einem gewissen Rahmen. Und da eben kreativ zu sein. Sophia Hackenmüller, Studienleiterin. Ich habe eine etwas spekulative Frage, denke ich, nämlich zur langfristigen Perspektive.
Würden Sie sagen, dass Kinder das auch einfach nachhaltig beeinflusst, um es positiv und weniger stark zu machen oder auch geschädigt, um es ganz heftig auszudrücken, hat? Also, dass der Lockdown Kinder nachhaltig verändert hat? Ich habe im Moment keine empirische Basis, um diese Frage zu beantworten. Das muss ich einfach sagen. Ich denke, also ich glaube, wir haben schon Hinweise, wenn ich jetzt nochmal an die Interviews denke, die ja auch in der Phase der ersten Lockerungen geführt wurden, wo wir dann auch Erzählungen hatten, wie die Kinder wieder in die Schule gehen konnten, wieder Kontakt hatten mit einzelnen befreundeten anderen Kindern, mit einzelnen Familien zum Beispiel, die Familien wieder Kontakt hergestellt haben. Also man bekommt da auch den Eindruck, die Familien sind auf einem Weg, der wieder ein Stück in Richtung Normalität geht, ein kleines Stück, ist noch eine besondere Situation und hat an der Stelle noch nicht den Eindruck, dass jetzt da dramatisch was kaputt gegangen ist, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir diskutieren jetzt auch über Jugend, darüber, wie es Jugendlichen geht. Wir sehen zum Beispiel die Problematik von Übergängen. Wenn wir jetzt mal, die Kinderrechte gehen ja von 0 bis 18, wenn man jetzt einfach mal nochmal an die Älteren denkt, an die Abiturienten, die ihre Pläne ganz neu fassen müssen, an Studienanfänger, die kaum Kontakt haben mit ihren Studienkollegen und Gefahr laufen, auch ein bisschen zu vereinsamen, gerade wenn sie zum Beispiel in eine fremde Stadt gegangen sind, um zu studieren. Wenn sie jetzt nicht das Glück haben, in einer Studenten-WG oder in einem Studentenwohnheim zu leben. Also solche Aspekte gibt es natürlich auch. Also es ist sicher auch eine Frage, wie lang jetzt wir diese Sondersituation noch haben, ob wir womöglich noch mal längere Phasen von einem drastischeren Lockdown erleben müssen sozusagen. Was ich denke, was sehr positiv war in unserer Form des Lockdowns, und das spiegelt sich auch sehr in den Interviews, dass wir alle, die Familien, die Kinder, nicht eingesperrt waren in den Häusern, dass es immer möglich war, rauszugehen. Das war wirklich ein ganz entscheidender Faktor. Und es wird auch viel berichtet, dass sie draußen sind, dass sie Fahrrad fahren, dass sie einfach die Familien auch Initiativen machen, sich draußen zu bewegen, dass sie im Garten spielen, die Kinder untereinander, die Geschwister. Kinder sind gut dran in der Situation, wenn sie Geschwister haben, das muss man wirklich sagen. Es ist deutlich schwieriger für Kinder, die Einzelkinder sind. Und wir wissen zum Beispiel aus ersten Studien, die es jetzt gibt, aus Ländern wie zum Beispiel Spanien, dass die Belastungen für die Familien, wo die Familien wirklich eingesperrt waren, in oft extrem engen und auch noch dunklen Wohnungen, die oft nur ein Fenster zum Innenhof haben, dass es wirklich noch viel, viel dramatischer war. Also diese Maßnahme, finde ich, war sehr positiv bei uns von der Politik aus gedacht. Ja, Frau Winkelhofer, vielen Dank für die Ausführungen. Ich denke, nicht nur die Präsentation der empirisch-statistischen Daten, sondern auch die Interpretation und mindestens eine kleine Perspektivierung. Es ist ja deutlich geworden, das ist Work in Progress. Wir befinden uns ja alle sozusagen in Lernprozessen, die offene Enden noch haben. Und was wir aus diesen Krisensituationen lernen können, wird sich auch erst im weiteren Voranschreiten vermutlich auch in dieser Deutlichkeit zeigen. Ich glaube, wichtig ist zu beobachten, wir sind dem Ganzen nicht tatenlos und hilflos ausgeliefert. Wir können sozusagen kreative Lösungen finden. Und ich denke, Sie haben ja in der Studie auch deutlich werden lassen, es ist schon erstaunlich, welch beschützenden Effekt im günstigsten Fall die Eltern selber auch wahrnehmen können. Und ich würde mal so sagen, wenn man eine positive Botschaft aus diesen ganzen vielen kritischen Anmerkungen auch mitnehmen will, steckt ja hier ein beachtliches Potenzial, das nicht nur eine gesellschaftliche Solidarität in den Blick nimmt, sondern zeigt, inwieweit auch die Familie tatsächlich so etwas sein kann wie eine Keimzelle für eine gelingende Sozialisierung. Wir haben heute an diesem Abend den Fokus
auf eine Gruppe gerichtet, die, das würde man sagen, dürfen und müssen, in der Vergangenheit ein bisschen vergessen worden ist. Dass das sich ändert und eine neue Sensibilität dafür da ist, ist sicherlich auch ein positiver Effekt dieser ganzen Entwicklung. Ich möchte an dieser Stelle gerne schließen. Ich denke, wir haben nicht alle Fragen beantworten können, nicht alle Überlegungen zu Ende führen können, aber ich glaube, das gehört zum Thema aktuell dazu. Wir sind eingeladen, wachsam an den Debatten teilzunehmen und da, wo es unsere eigene Möglichkeit bietet, die Entwicklungen mitzubestimmen und mitzugestalten. Bei der letzten Veranstaltung wurde auch diese Botschaft mitgenommen: Die Pandemie ist kein Selbstläufer, sondern wir sind in der Lage, selbst mitzubestimmen, wie sie sich entwickelt und was aus ihr wird. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Es bedarf gesellschaftlicher Solidarität, es ist ein Stresstest für alle und wir können nur hoffen und darauf vertrauen, dass wir diesen Stresstest möglichst erfolgreich bestehen. Frau Hagenmüller hat gesagt, am Anfang der Veranstaltung viel Vergnügen. Das war natürlich eine hochleichtfertige Aussage, weil wenn diese Veranstaltung unter Vergnügen, also unter Freizeitveranstaltung firmieren würde, hätte sie gar nicht stattgefunden. Zumindest nicht mit, wenngleich auch wenigen, aktiv hier präsenten Zuhörerinnen und Zuhörern. Denjenigen, die die Gelegenheit nutzen werden, die Veranstaltung online nachzusehen und mitzuverfolgen, an dieser Stelle einen herzlichen Gruß und wir versprechen, Sie hören von uns. Allen einen schönen Abend und der abschließende Gruß heißt ja nicht ein guter Nachhauseweg, sondern bleiben Sie gesund. Vielen Dank.